So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enshrouded. Ja, es gab ja die Tage jetzt ein kleines Update. Was genau jetzt alles rauskam, weiß ich gar nicht so genau. Also man kann auf jeden Fall hier zum Beispiel, wenn man ein neues Spiel macht, Moment, das gehen wir erstmal auf Bearbeiten löschen, weil das will ich gerade nicht. Wenn man auf Erstellen geht, natürlich kann man hier den Weltnamen machen, wie immer, aber man kann jetzt hier auch mittlerweile die Schwierigkeitsgrade einstellen. Also hier entspannt. Dies ist eine entspannteste und einfachste Voreinstellung. Die Anzahl der Feinde und die Schwierigkeitsgrad sind reduziert, während der Ressourcengewinn erhöht ist. Wenn du am liebsten riesige Basen baust, ist das der richtige Modus für dich. Das hier ist halt ausgewogen und wird die meisten Spieler als erste Erfahrung empfohlen. Die Anzahl der Feinde und der Schwierigkeitsgrad sind herausfordernd, aber nicht überwältigend. Man kann natürlich auch auf hart gehen. Wenn du ein herausforderndes Kampferlebnis liebst, ist die Voreinstellung genau das Richtige für dich. Es gibt mehrere Feinde in der Spielwelt. Sie greifen häufiger an und richten mehr Schaden an. Oder halt überleben. Wenn dich die Voreinstellung hart noch nicht genug herausgefordert hat, wähle die Voreinstellung im Überleben. Sind nicht nur die Gegner noch härter, sondern es gibt auch zusätzliche Überlebensmechanismen. Mechaniken, nicht Mechanismen. Hier kann man dann auch noch einstellen, bei Benutzer definiert, feindlicher Schaden wie hoch, Bossschaden wie hoch, feindliche Gesundheit wie hoch, Boss-Lebenspunkte wie hoch, feindliche Ausdauer, feindliche Wahrnehmungsreichweite, Feinde befrieden aus, gleichzeitige feindliche Angriffe auf Standard, Anzahl der Feinde mehr, Spielergesundheit, Spielermana, Spielerausdauer, Bergbau-XP, XP für Quests und Erkundungen, Kampf-XP kann man natürlich alles in die Höhe treiben, Hungermodus an, Zeit bis zum Verhungern 10 Minuten, Zeit im Jasma 100%, geht auch höher, wenn man will, Beuteverlust bei Tod, alles verlieren, das kann man wahrscheinlich auch auf... Kannst du entweder alle Gegenstände aus deinem Rucksack behalten oder verlieren, wenn du stirbst. In der Standardeinstellung verlierst du nur Materialien. Verlorene Gegenstände werden in einem Grabstein aufbewahrt und können dort wiedergefunden werden. Man kann auf Standard gehen, man kann auf alles behalten gehen. Dann die Tagesdauer und die Nachtdauer. Wobei... eine Stunde Tag und eine Stunde Nacht oder so, obwohl, ne, eine Stunde, weiß ich nicht, 20 Minuten Nacht oder so wäre wahrscheinlich ganz gut. Waffenhaltbarkeit an, Ressourcen, Geschwindigkeit des Pflanzenwachstums, Kosten für Waffenupgrades, Waffenupgrade, Zerlegungsbeute, Bergbauschaden und Menge der Beute. Also man kann hier mittlerweile wirklich alles einstellen. So, wir gehen mal auf Bearbeiten und wieder auf Löschen. Dann gehen wir mal auf YouTube-Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es auch ein paar Neuerungen. Bin mir aber da gerade nicht so ganz sicher. Aber wir können gleich gerne mal gucken. Ich glaube, man... Hey! Ja, es gibt Neuerungen. Es gibt neue Quests, so wie es aussieht. Weil die wollen jetzt wieder alle was von mir. Überlebende 7. So, lass mich gucken. Also die zwei wollen auf jeden Fall schon was von mir. Hier unten, die wollen noch nichts von mir, so wie es aussieht. Das finde ich schon mal ganz gut. Doch, das muss ich sagen, bleibt erstmal. Das wäre doch sehr schön. So, lass mich gucken, was gibt's Neues. Wir können hier... Oh Gott, das sieht auch alles irgendwie ganz anders aus mittlerweile. Fleischwrap. Dafür brauchen wir Wasser, rote Pilze und... das rohe Sandgräberfleisch und Mehl. Das hier ist nur Waldwälder, rohes Vogelfleisch und Paprika. Okay. Also ich finde, das haben sie jetzt doch schon ein bisschen besser gemacht. Dann gucken wir uns das doch mal hier beim Schmied an. Dekoratives. Hallo? Säune. Okay, der hier ist anscheinend jetzt neu. Fängniszaun? Aha, okay. Also das sieht definitiv, finde ich, jetzt schon ein bisschen besser und übersichtlicher aus. Rüstung. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal die Tage noch mal ein Video machen. So. Ich
glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sind jetzt auch Waffenständer und sowas reingekommen. Rustikaler Stuhl, okay. Wir könnten dann vielleicht die Tage sogar, wenn gewünscht, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Hausbau weitermachen oder das Haus ausbauen oder. Also machen könnten wir gerade noch so vieles. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt die Tage... Dekorative Sammlung. Holzscheite und Schrott, okay. Werde ich jetzt die Tage auf jeden Fall die Quests hier noch machen, die wir gerade gesehen haben. Genau, und das hier ist Magierstab-Wandhalterung. Das heißt, man könnte jetzt Waffen, die man findet, irgendwie hier auf diese Ständer packen und dann ausstellen, statt zu zerstören. Hätten wir vielleicht mit den... ja, ganzen epischen Waffen oder so machen können. Friedhofszaun, okay, wenn man natürlich auch einen Friedhof haben möchte. Hier neue Fensterrahmen. Sehr schön. Komfort. Hm. Das kann ich ja mal irgendwo übersehen. Diesen magische Thron, ja, die hatten wir also. Die haben wir jetzt alle. Das haben wir alles hier. Da gibt es auf jeden Fall noch ein Bettchen. Ein Doppelbett irgendwie. Oder ein King-Size-Bett. Ziemlich groß auf jeden Fall. Der Nägel, Palmholz. Ich glaube, das hätten wir sogar alles. Wenn ich ehrlich bin. Könnte man das bei Gelegenheit auch mal ausprobieren. So. Ansonsten haben wir hier Munition. Leuchtfeuerfall. Okay. Was ist der für eine Stufe? Stufe 8. Okay, dann braucht man den nicht wirklich. Aber wie ihr seht, ne, also man hat jetzt hier direkt so die Übersicht, was es gibt, was man machen kann, wo es das gibt und sowas. Also ich finde es gar nicht verkehrt. Was haben wir hier jetzt noch so Neues? Okay, Hexenmeister-Set. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher auch schon gab. Erzmagier-Set. Also die Sachen sehen schon gut aus, ne? Und ich weiß, dass es irgendwie... Ich muss gleich doch noch mal kurz zum... Ich wollte gerade sagen Metzger. Nee, zum Schreiner rüber. Das noch mal kurz angucken. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, sobald es Neuerungen gibt oder sonst was oder auch Updates, werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es diese Woche jetzt hinkriege. Aber wir gucken auf jeden Fall mal. So, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Badezimmer, Bett, Bänke, Feuerstelle, Lichtquellen, Küche, Zeugs, Sammlung, genau, Sammlung. Ich glaube, Mobila, Schaffensabob. Ich glaube, diese Puppen hier im Übrigen, da kann man dann Rüstungen draufpacken, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wie gesagt, hier kannst du dann Schwerter draufpacken. Oder ein Schwert. Einhandwaffenständer. Zweihandwaffenständer. Dolchwaffenständer. Bogenwaffenständer. Magierstabwaffenständer. Zauberstabwandhalterung. Einhandwaffenwandhalterung. Schildständer gibt es sogar. Zauberstabwaffenständer. Magierstabwandhalterung. Zweihandwaffe. Wandhalterung. Und Schildwaffenwandhalterung. Also ich sage also, genau, baumäßig gibt es einiges zu tun und ich glaube, ja, es wird hier definitiv neue Quests geben. Wir gucken einfach mal kurz. Herstellen, magische Artefakte sammeln gibt es jetzt auf jeden Fall noch und Stück der Vergangenheit. Also es gibt auf jeden Fall zwei neue Quests anscheinend. Ich weiß nicht, ob es auch neue Gebiete gibt oder das Gebiet jetzt weiter ist. Wegpunkt, okay. Ja. Das können wir dann jetzt die Tage auf jeden Fall mal gucken. Aber ich denke mal, wir haben heute Mittwoch. Ich denke mal, vor nächster Woche werde ich es leider nicht schaffen. Das heißt, wahrscheinlich kommt Montag dann wieder die erste Folge raus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und ja, wir gucken, bis wir das so schnell wie möglich dann hinbekommen. Könnten aber gerade hier nochmal gucken, was wir... Ja, jetzt haben wir selber repariert. Blöcke, das Ding, Blöcke. So. Und ich glaube, die haben sogar ein bisschen
Plündererlagerfeuer. Ich glaube, die haben sogar ein bisschen was, primitives Holster, Palisaden, ein bisschen was an der Grafik gemacht. Könnten wir gleich vielleicht auch nochmal draußen gucken. So. Okay. Wasser ist das hell. Im Übrigen, wie ihr seht, haben wir auch unsere ganzen Bäume. Wasser. Okay, die Bäume sind ein bisschen ziemlich groß geworden, aber nicht schlimm. Wir sammeln jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser ein. Und ja, ich weiß gerade, grafikmäßig hat sich da was getan. Könnte sein, oder? Ich kann das gerade so nicht beurteilen, aber es könnte durchaus sein, doch. So, okay. Es gibt auf jeden Fall zwei neue Quests, wenn ich das richtig sehe. Und ich gucke dann natürlich jetzt, dass wir das dann so schnell wie möglich in nächster Zeit in Angriff nehmen. Und das soll es dann jetzt auch jeden Fall erstmal gewesen sein hier von, den Neuigkeiten, die es gegeben hat. Also wie gesagt, wenn ihr ein neues Spiel anfangt oder ich weiß gar nicht, ob das auch bei alten Ständen geht, könnt ihr die jetzt mittlerweile im Schwierigkeitsgrad ändern, wie ihr das gerne hättet. Gut, ich hoffe natürlich, dass, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Tut euch nicht weh, mir hilft es ungemein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann die Tage zu den zwei neuen Quests hier. Bis dahin sage ich erstmal alles Gute. Wir sehen uns. Ciao, sagt der Falli.